Raubtierfütterung. Am 20. Februar war der Liebe dein Haustiertag und das nahm die Firma Krups zum Anlass, ein Rezept für hausgemachtes Katzenfutter zu posten. Und so war ich natürlich neugierig, ob das auch etwas für unseren kleinen verwöhnten Stubentiger ist. Das Ultrablade-Messer wird eingesetzt. 50 Gramm Karotten kommen in den Mixtopf und werden bei Einstellung Stufe 10 für 10 Sekunden zerkleinert. Ein Esslöffel Leinöl wird zugefügt. Und die Karotten werden bei Stufe 3, 100 Grad, für 2,5 Minuten angebraten. Mit dem Spatel wird die Karottenmasse nach unten geschoben. Etwas Wasser wird angegossen. Und das klein gewürfelte Hühnerfleisch wird zugegeben. Bei Einstellung Stufe 3, 100 Grad, wird das Ganze nun 10 Minuten gut verrührt und angebraten. Etwas Katzenmilch wird zugegeben. Ich habe mich bewusst für Katzenmilch entschieden, da sie laktosefrei ist und normale Milch oder der empfohlene Frischkäse bei Katzen für Durchfall sorgen könnte. Bei Einstellung Stufe 12 wird alles noch schnelle 5 Sekunden vermixt. Die zubereitete Menge reicht für unseren Stubentiger nun für 4 Mahlzeiten. Unserem Moritz schmeckt es und ich bin nun ganz neugierig auf weitere Rezepte für die Katze. Wobei ich mir eine Abwandlung mit Fisch auch ganz gut vorstellen kann. Ich hoffe, der Beitrag hat dir gefallen und über einen Daumen hoch oder einen lieben Kommentar würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und wenn du es nachgemacht hast, würde ich mich freuen, wenn du ein Bild auf meiner Facebook-Seite Jana Cook for You posten würdest. Vielen Dank, liebe Grüße, eure Jana.